Kiha, hier ist es. Hazel ist da drin. Ich weiß genau, dass er da drin ist. Lebendig da drin oder tot da drin? Keine Ahnung. Es ist ziemlich dunkel. Man kann so gut wie nichts sehen. Hazel! Hazel! Tja. Fiver, ich bin hier. Ja. Wir holen dich raus, Hazel. Ich wusste, dass du mich finden wirst. Ich wusste, du würdest mich nicht dem schwarzen Kaninchen von Inley überlassen. Ehrensache, Brüderchen. Haben dich die schwarzen Steinchen gebissen? Ein lauter Knall. Und ich fühlte einen Schmerz, wie ich ihn noch nie in meinem ganzen Leben gefühlt hatte. Oh. Ich sehe die schwarzen Steinchen. Kiha holt sie raus. Ja? Und schön stillhalten. Ich habe gehört, wie du mich gerufen hast. Aber das habe ich nicht. Oh. Ah! Ja, es ist vorbei. Jetzt hast du wieder Ruhe. Nach Hause? Ja, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Ich hoffe, Pipkin und Clover haben zurückgefunden. Aber was ist... Hör auf, es ist alles in Ordnung. Mach dir jetzt keine Sorgen, warte damit, bis es dir wieder besser geht. Wir hätten noch mehr Kaninchen holen sollen. Eins ist besser als keins. Vielen Dank für dein Vertrauen. Wenn dir irgendein Abenteuer in den Sinn kommt, dann lässt du uns einfach allein. Ja, Hazel, auf jeden Fall hätten wir dir helfen können und dir beistehen. Manchmal ist es besser, wegzulaufen. Ich wollte schon immer mal wissen, wie es da draußen so aussieht. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich es erleben würde. Ich bin froh, dass du es geschafft hast. Leider konnten die anderen nicht mitkommen. Die wollten nicht. Die mögen ihren Stall. Für sie hat sich nichts geändert. Ja! Du solltest dich jetzt erstmal ausruhen. Das wäre das Beste für dich. Dein Bett ist ganz frisch gemacht. Wundervoll. Das ist lieb von dir. Danke. Woran denkst du gerade? Musst du denn immer alles wissen? Ephrafa? Oder Primrose? Ich habe versprochen, dass ich sie hole. Die Liebe tut weh, nicht wahr? Oh ja, Kiha. Manchmal.